und schön, dass du dabei bist. In diesem Premiere Pro Tutorial zeige ich dir 5 einfache Cinematic Title Intros. Fangen wir direkt an mit unserem ersten Title-Effekt, dem Zoom Cross Dissolve Title. Dafür habe ich mir schon mal einen Text vorbereitet, einfach in Premiere mit meinem Textwerkzeug erstellt und in die Mitte ausgerichtet. Für den Effekt müssen wir unseren Text einmal auswählen und in die Effekteinstellungen oben links wechseln. Ich bin hier am Anfang meines Textes beim ersten Frame und ich möchte meinen Text skalieren lassen. Und deswegen setze ich hier einen ersten Keyframe für die Skalierung. Setze den Wert hier auf 80, gehe dann etwas weiter und setze den Skalierungswert auf 100. Jetzt skalieren wir unseren Text einmal hoch. Wir können das Gleiche natürlich auch umdrehen und unseren Text runter skalieren lassen. Um das Ganze noch smoother zu machen, wähle ich den letzten Keyframe einmal aus, mache einen Rechtsklick darauf und lasse ihn langsam einschwenken. Für den Dissolve-Effekt gehe ich hier in den Reiter Effekte und gebe einmal weiche Blende ein. Diesen Effekt ziehe ich dann einmal an den Anfang und an das Ende meines Textes. Und fertig sind wir mit unserem ersten Titel. Starten wir direkt weiter mit unserem zweiten Title-Effekt, den Zoom Rotation Title. Habe hier auch wieder einen Text erstellt, gehe an den Anfang meines Textes. Ich möchte diesen Text hier rotieren und skalieren lassen, deswegen erstelle ich für die Drehung einen Keyframe und natürlich für die Skalierung. Ich setze den Skalierungswert hier auf 5%, gehe dann etwas weiter in meiner Zeitleiste und setze die Skalierung dann auf 100% und die Drehung auf 360 Grad, also eine komplette Umdrehung. Die hinteren beiden Keyframes markiere ich wieder, mache einen Rechtsklick darauf und lasse sie wieder langsam einschwenken und sind damit auch schon fertig mit diesem Titel. Wechseln wir direkt zum dritten Titel, dem Side-Wide Crop Title. Wie der Name schon sagt, müssen wir den Titel hier zuschneiden. Deswegen suche ich im Reiter Effekte einmal Zuschneiden. Den finden wir hier unter Transformieren, wieder auf unseren Text ziehen. In den Effekteinstellungen finden wir dann diesen Effekt, Zuschneiden eben. Ich gehe hier wieder an den ersten Frame meines Textes, setze jetzt Keyframes für links und rechts beim Zuschneiden-Effekt und setze die Werte jeweils auf 50%. Wir sehen hier, hier wird die Hälfte von links weggeschnitten. Das gleiche machen wir jetzt für rechts. Jetzt haben wir unseren Text komplett entfernt, gehen dann wieder etwas weiter in unserer Zeitleiste und setzen den Wert für links auf 0 und das gleiche auch für rechts. Diese Keyframes markiere ich wieder und mit einem Rechtsklick lasse ich sie hier langsam einschwenken. Zusätzlich erhöhe ich hier noch die weiche Maskenkante. Wenn wir uns den Effekt hier einmal anschauen, möchte ich hier die Kante weicher setzen. Deshalb erhöhe ich hier den Wert einmal, bis euch das Ganze eben gefällt. Schauen wir uns den Text einmal an. Wir können den Text auch so wieder entfernen lassen. Dafür wähle ich einmal meinen Titel aus, halte die Alt-Taste gedrückt und dupliziere meinen Text. Schiebe ihn dann an den ersten Text, wähle den zweiten Text hier einmal aus. Und jetzt muss ich nur die Werte von meinen Keyframes ändern. Ich gehe hier auf den ersten Keyframe, setze hier den Wert für links und rechts auf 0 und den zweiten Keyframe jeweils auf 50%. Und fertig sind wir mit diesem Side-Wide Crop Title. Der vierte Effekt wird ein Wipe Blur Title. Dafür brauchen wir nur einen einfachen Effekt. Ich bin hier wieder im Reiter Effekte und gebe einmal in die Suchleiste Auswahl ein. Den finden wir hier unter Videoüberblendungen und Überschieben. Diese Überblendung ziehe ich dann wieder an den Anfang und an das Ende meines Videotitels und sind dann auch schon direkt fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Videoüberblendung noch verlängern
oder eben verkürzen. Wechseln wir zum letzten Title-Effekt. Das wird ein Masking-Title. Klicke ihn einmal an, gehe in die Effekteinstellungen und suche mir hier die Deckkraft. Hier wollen wir, wie der Name schon sagt, eine Maske erstellen. Dafür könnt ihr hier entweder das Ellipsen, das Polygon oder den Freizeichenstift wählen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal mit dem Ellipsen-Tool einmal draufklicken. Hier können wir dann die Maske bearbeiten. Setzen dann einen Keyframe hier am Anfang des Textes für die Maskenausweitung und verringern den Wert jetzt so, bis unser Titel nicht mehr sichtbar ist. Also ich gehe hier etwas runter, gehe dann wieder etwas weiter in meiner Zeitleiste und erhöhe jetzt die Maskenausweitung so hoch, bis der komplette Text sichtbar ist. Den letzten Keyframe markiere ich wieder, mache einen Rechtsklick und lasse ihn langsam einschränken. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr könnt ja eben verschiedene Masken erzeugen, bis euch das Ganze gefällt. Ich hoffe, ihr konntet was Brauchbares finden und dann bis zum nächsten Mal.